Einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar wollte ich euch nochmal ein neues Video schicken. Da warten ja ab und zu mal welche drauf. Und zwar habe ich mir heute überlegt, zum Mittagessen gibt es Gyrosuppe im Muffinmeister. Ja, hier seht ihr schon mal die Zutaten. Das Rezept folgt nachher auch noch mal kurz. Ich habe statt eine Flasche Chili oder sowas, habe ich einfach nur Steaksoße genommen, weil ich nicht weiß, wie scharf das nachher sonst wird und mit den Kindern. So, naja, lieber die milde Variation, ne? Daher. Aber Ketchup, ja, den habe ich leider ein bisschen zu voll gemacht, die kleine Schüssel. Löpp alles ein bisschen drüber. Dann kommt da einfach Champignon, Mais. Man kann auch dieses mexikanische nehmen, wo glaube ich Bohnen, Kidneybohnen und Mais drin ist. Zwiebeln. Normalerweise mehr Zwiebeln. Ich hatte aber keine mehr. Aber ich habe das Geschnetzelte mit Zwiebeln genommen von unserem lieben Metzger Memken, unserem Mann. Mal ein bisschen Schleichwerbung, ne? Ananas, Sahne, da ist noch ein Teil mehr, Tomaten, Paprika-Tomatenstreifen oder wie das jetzt heißt, das konnte ich jetzt so spontan nicht mehr kriegen. Ich lasse es einfach da mal weg. Aber ihr könnt ja mal gucken. Ne? So, jetzt geht's los und ich hole euch gleich nochmal kurz wieder dazu. So, wir fangen jetzt erst mit den kleinen Ofenmeister. Kleinen Ofenmeister sei schon. Den großen. Den tue ich schon mal eben vorab ein bisschen einfetten. Mit unserem sehr guten Silikonpinsel. Momentan gibt es jetzt auch im Juli, wenn man Gastgeberin werden möchte oder einen Einkauf ab 85 Euro macht, die Marinierpinsel. Der Pinsel ist, glaube ich, mal so ein Stück länger. Kann ich eigentlich, glaube ich, auch nur empfehlen. Ich habe den jetzt ehrlich gesagt selber nicht, aber ich habe den schon ein paar Mal gesehen und in der Hand gehabt. Und daher einfach nur empfehlen. Also eine Kochschutz machen lohnt sich sehr. Die das bei mir schon gemacht haben, die können gerne mal ihre Erfahrungen drin schreiben. So, eben ein bisschen einfetten. Ich mach's, ich weiß nicht warum, automatisch auf den Deckel irgendwie. So ein bisschen, aber nur. Keine Angst, das ist die Antihaftbeschichtung. Die Patina, die entsteht. Ich hatte ja jetzt letztes Mal, ich muss gerade so überlegen, was hatte ich das letzte Mal so drin? Das ist auch so ein Gulasch. So, ich kam gar nicht drauf. Daher, so, Ofenmeister eingefettet. Und ja, ich hole euch gleich noch mal ganz kurz dazu. So, ein paar Zwiebeln habe ich schon vorgeschnitten. Ich dachte, ich hole euch zum Schluss dazu. Ich schneide die Zwiebeln einfach noch halt durch. Und dann noch mal ein bisschen den Streifen. Und daher, also dieses Messer ist unser anderes Schälmesser. Das kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr mal ein neues Schälmesser braucht, ein sehr gutes. Hätte ich nicht gedacht. So. Jetzt will ich meine andere Schüssel. Ich meine, das ist Gouille. Daher. So, da die Zwiebeln jetzt geschnitten sind. Und mit dem Ofenmeister wieder dazu. So, dass ihr auch alles sehen könnt. So, wir das Geschnetzelte rein. Wir müssen verteilen hier. Da könnt ihr jedes Geschnetzelte nehmen, was ihr wollt. Das Natur. Ohne Gewürze, was gibt es noch? Zigeuner, mexikanisches, glaube ich. Das, was ihr halt wollt.
daher. So, Zwiebeln. Wie schon gesagt, das hätten eigentlich mehr sein müssen, aber ich hätte keine mehr. Ich habe vergessen, welche mitzubringen. Und daher ein bisschen verteilen. So, jetzt den ganzen anderen Kram. Champignon. Mais. So. Dann was schönes, süßes, saftiges. Ananas. Könnt ihr natürlich auch selber schneiden, die Ananas. Oder gestückelte, es gibt ja verschiedene Sorten, ne? Ja. Und jetzt stellen wir das mal ganz kurz ein bisschen an die Seite. Zwiebel, muss drum bleiben. Deckel drauf. Ups. Machen wir die Soße. Die bisschen zu voll gewordene Schüssel. Übergelaufen. Ja, die Schale muss da nicht gerade mit rein. So. Dann kommt eine ganze Flasche zu bemerken. Seht ihr auf dem Rezept. Kurz noch mal kurz schütteln. Kommt da rein, 2 Becher Sahne. So, das vermischen wir dann alles. So, ich mache ein bisschen Sahne. Eigentlich ein relativ schnelles und einfaches Rezept, sage ich ja gerne. Wenig Aufwand. Sonst steht hier am Topf, ist das Fleisch am Braten. Aufpassen, dass es nicht anbrennt. Und dann die Soße rein. Klar, vielleicht ist es ein bisschen schneller fertig. Aber man hat das Gespritze und in der Zeit, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde ist ja nichts, wo man das zubereiten muss. In der Zeit kann man dann eigentlich schon ein bisschen wieder was anderes machen, ne? So, jetzt nehme ich einen ganz kurzen Schneebesen. Rühre das vorsichtig. So. Gucken, dass es auch schön gleichmäßig verteilt ist. Immer eine Seite. Gefüllten Ofenmeister dazu. So, einfach jetzt da rein. Auskratzen. Und fertig damit. So, im Rezept stand zwar nicht umrühren, warum weiß ich nicht. Ich finde, ich habe es jetzt einfach nur ein ganz bisschen gemacht, dass die Soße auch überall hinkommt, auch zwischen dem Fleisch. Und deswegen, ja, das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für gute 2 Stunden. Und wenn es soweit ist, hole ich euch wieder dazu. So, ich habe jetzt eben schnell den Ofenmeister aus dem Ofen geholt. Der war ja 2 Stunden dran. Ich habe jetzt eben noch schnell die Brötchen reingeschoben. Mal gucken. Ich bin echt mal gespannt. Voila. Sieht richtig gut aus. Schnell Deckel wieder drauf, damit es heiß bleibt. Und ja, wie das Endergebnis so ein bisschen aussieht, schicke ich euch ein Foto. Wir lassen uns das jetzt gleich
schön schmecken. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Video.